Hallo zusammen, wie ich sehe, schaut ihr gerade die Jugendrat BLTV. Freut mich, macht weiter so. Wie motivieren Sie Junge zum Wählen? Indem ich ihnen sage, dass wir in der Politik alles entscheiden, fällen, wo unmittelbar die jungen Leute betrifft, weil Politik ist langfristig. Was haben Sie bisher für die Jugend gemacht? Was sehen Sie für die Zukunft vor, für die Jugend zu machen? Grüne Politik ist Politik von der Zukunft, weil wir nach dem Prinzip von der Nachhaltigkeit politisieren. Das heisst, alle Entscheide, die wir treffen, sagen wir, gibt es im ökologischen, ökonomischen und sozialen Bereich, was wir heute entscheiden, noch die gleiche Möglichkeit für euch Junge in Zukunft. Also ich mache eigentlich wirklich bei allen meinen politischen Entscheiden auch, und das hoffe ich auch ganz fest, politische Arbeit, die euch jungen Leuten nachher einen Haufen Chancen auflässt. Was hat Sie als Jugendliche am meisten genervt an älteren Politikern? Die Sturheit. Also ich war ja jung, wo es noch nicht viele Frauen in der Politik hatte. Es hat dort vor allem ältere Männer in der Politik gehabt. Die waren auch relativ überheblich gewesen. Sie haben gefunden, was so junge Frauen sagen, sei eh nicht wichtig. Und ich hatte Menge Wutanfall, als ich jung war. Ich habe mir aber immer gesagt, ich beweise es denen, ältere Männer, dass es eben wichtig ist, dass junge, vor allem auch junge Frauen, können ihre Anliegen einbringen. Und ich glaube, ich bin mit dem nicht schlecht gefahren. Wichtig ist einfach, nie den Mut zu verlieren und nie die Freude auch am Politisieren. Ihr Vater war ja bei der SVP. Sie sind ja eine richtige Revolutionärin, kann man fast sagen. Sie sind ja in die gegengesetzte Richtung gegangen. Wieso? Also ich muss vorausschicken, dass persönlich mein Vater und ich ein sehr gutes Verhältnis haben. Und ich denke, das hat auch etwas mit meinem Vater zu tun, der immer akzeptiert hat, dass ich eine andere politische Meinung habe. Ich glaube, politisch gemacht hat mich die ganze Umweltbewegung in Anfangs 80er Jahren. Es ist dort um das Thema Waldsterben gegangen. Mir ist sich das erste Mal bewusst geworden, dass man eigentlich so mit der Umwelt nicht mehr weiterfahren kann. Und das hat mich ganz logischerweise eigentlich zu den Grünen gebracht. Und ich muss auch sagen, zu dieser Zeit war die SVP noch nicht so eine rechtskonservative Partei, die eigentlich nur noch das Grosskapital vertritt. Mess.